Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Codenames. Heute Team Christian und Bram gegen Peter und Sepp in den vertauschten Rollen vom letzten Mal. Christian und ich werden die Ermittler sein und Bram und Sebastian werden die Worte vorgeben. Schon drauf. Ich sag vierte Zeile, zweites Wort ist die schwarze Karte. Okay. Viel Spaß. Bis gleich. Oh, blau fängt an. Ah, das ist schon mal schön. Okay, also Christian, ja. Torverband, Bundesliga. Aber aber dann will ich da nicht eher an die DFB, darfst du ja gar nicht. RWI habe ich gerade erst gesehen hier. Ich habe jetzt, ich glaube, 4 Folgen White Lotus geguckt. Oh, und was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht. Also das kommt mir so vor, als wäre das wie so Assi-TV nur über Leute, die halt da Urlaub machen und Geld haben. Also das ist irgendwie weird. Das ist weird. Das ist wirklich ich weird. Ich weiß überhaupt noch nicht, worauf das hinausläuft, weil am Anfang frage ich mich so, okay, wer ist denn gestorben und wer und wie und warum? Aber da wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Also so gar nicht. Und der Hotel, wie hieß er? Amand? Der ist so halt geil. 10 von 10. Ja, der ist wirklich 10 von 10. Also Haupt und Ritter finde ich schon mal mittelalterlich, finde ich gut. Enthauptung. Guillotine, Reich. Bei den Römern wurde jetzt nicht geköpft. Und das Römische Reich war jetzt auch nicht mehr so. War das auch Ritter? Nee, das war auch nicht mehr Ritter. Blumenkranz ist auf Hawaii und auf dem Haupt. Auf dem Kopf. Ah, nein, es gibt auch Blüte. Oh, richtig böse. Oh, Blüte, Verband, Tor, Brötchen, Golf, Rahmen, Griechenland und Vogel. Okay. Reich und Königin könnte man mit Großbritannien nehmen. Das ist ein großes Reich, hat eine Königin. Was hat Großbritannien noch? Ritter, vielleicht auch Ritter, ja. Ritter der Tafelrunde. Bad Zoll, Golfrahmen, Griechenland. Vogel, Tor, Verband, Blüte. Ich glaube, ich nehme Watt, Birne, Umzug. Eine Lampe. Lampe hat Birne, Watt und Umzug. Lampe, Lampe, Lampe. Also beim Umzug musst du auch immer die Lampen abmachen. Aber das schon ein bisschen konstruiert. Okay, ich gehe mal mit Lampe 3. Komm, let's go. Lampe 3, das wird hart. Aber auch ein Golf, ein Auto hat eine Lampe, ne? Ah, nee, warte mal. Birne, Guillotine. Wie schreibt man Guillotine? Guillotine. Ja, absolut falsch geschrieben. Okay. Guillotine. So, let's go. Birne ist drin. Haupt, Ritter. Und vielleicht noch Reich. Und vielleicht noch Königin. Die Herzkönigin hier aus Alice im Wunderland. Die mal alle köpfen lassen wollte. Blüte, Verband, Tor, Brötchen, Golf, Rahmen, Griechenland. In Griechenland gab es das nicht. Vogel, Zoll. Komm, let's go. Wir fangen mal an mit einem Dreier. Peter, mach das. Wenn jetzt gleich Beatrix kommt, ne, dann klinge ich Holland an und Königin. Ja, Königin und Griechenland. Ja. Königin voller Weiß, Beatrix. By the way, was haben wir denn alles so geografisch? Holland und Griechenland? Hawaii. Wo ist denn Hawaii? Ja, da also, oben, ja. Ja. Also, ich weiß, was geografisch ist. Ich habe übrigens tatsächlich mal nachgeguckt, hier wegen Urlaub auf Hawaii, das geht ja wirklich von bis, also du kriegst auch Übernachtung von irgendwie 1300 Euro für eine Person für ein paar Tage. Und da sollen sehr viele Golfplätze sein, also. Ja, das teuerste auf Hawaii war für uns auch mit Abstand der Flug, weil wir hatten ja so ein Airbnb, was wir uns auch noch geteilt haben mit einem anderen Paar, also das war schon, das war jetzt nicht das preisintensivste, sondern war es nicht im White Lotus? Nee. Nicht die Ananas-Suite haben, die Pineapple-Suite. Nee, der Heizer, dieser Typ, ne? Wir haben den echt Gabe, das sehe ich ja jetzt erst. Wir haben Gabe Newell? Ja. Unten rechts. Ach, Henkel? Nein, da drüber. Achso, klar. Henkel. Aha. Guillotine? Ist das Guillotine? Wird Guillotine so geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Wird so geschrieben, Peter. Okay, Guillotine ist ein Konstrukt, mit dem
Köpfe abgetrennt werden. Ich gehe mal durch. Ich hätte gerne gehabt, dass Bram Guillotine schreibt. Tor, nein. Verband, nein. Ich glaube, wenn der Kopf ab ist, hilft auch kein Verband mehr. Hawaii, nein. Schnabeltier, nein. Blüte, nein. Reich, weiß ich nicht, Digga. Ich glaube fast nicht. Guillotine ist ja vor allen Dingen sehr bekannt geworden, so in bei der Französischen Revolution. Das könnte war man nicht, sagen, das war natürlich. War nicht, also diese lustigen Facts über hier, der Saruman gespielt hat, der hat auch irgendwie Tolkien gekannt und so. Und ich glaube, einer dieser Facts ist, der war bei der letzten Köpfung oder wie man das nennt, durch die Guillotine dabei. Die hat er auch gesehen. Okay. Er hat auf jeden Fall eine gute Auswahl. Das Reich, ja, guck mal. Reich, Ritter, Haupt. Also, du klickst einfach alle Blauen an. Hätte ich direkt 5 hinschreiben sollen oder was, Peter? Insane! Wie ist der denn nochmal, verdammte Axt? Christopher Reeve. Nein. Das gucke ich jetzt nach. Das hat mit dem Spiel ja nichts zu tun. Königin, ja! Guck mal! Oh, der Peter hat's gemacht! Doch, Christopher Lee, nicht Reeve. Ach, Christopher Lee, der Saruman. Ja. Unter anderem natürlich noch 1000 andere Sachen gespielt. Okay, also, Ritter hätte ich jetzt mal bei Guillotine rausgelassen. Als es noch Ritterzeiten gab, weiß ich gar nicht, bei der Französischen Revolution war doch die Ritter, das waren keine Ritter, die da rumliefen. Ja, die hatten doch schon alle Kanonen. Du wirst doch heute, also hier, Lewis Hamilton ist doch auch ein Ritter. Ja, okay, fair. Der ist auch geleitet worden. So, soweit ich weiß, wurde aber auch keine Königin gestürzt, sondern ein König, aber da bin ich jetzt natürlich geschichtlich überhaupt nicht. Aber dran. Peter, du kennst doch Alice im Wunderland. Was schreit denn die immer? Kopf ab! Ja. Das stimmt natürlich. So, und es ist natürlich ein Reich zu Fall gebracht worden. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas übersehen habe, aber Haupt finde ich schon clever, damit zu kombinieren von Sepps Seite aus. Zumindest kann ich diese ganzen Sachen, die ich angeklickt habe, argumentieren. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil ich hätte noch ein bisschen mehr. Du hättest noch ein bisschen mehr? Ja, ein bisschen, aber nur. Was? Aber ich will dich jetzt nicht verunsichern. Deswegen gucken wir mal. Habe ich jetzt schon gemacht, ne? Das ist voll blöd. Ja, hast du. Also Haupt auf jeden Fall, weil Kopf ist ab. Ja. So. Ich glaub, Königin würde ich auch auf jeden Fall sagen, weil Kopf ist ab. Ja, so. Guck mal, jetzt hat er nur blau angeklickt gehabt. Jetzt braucht er ganz schön lange, um da irgendwie was einzuloggen, ey. Pff. Hör doch mal auf dein innerstes oder äußerstes Gefühl. Frag mal deinen Penis, was er drücken würde. Ja, guck mal, er fängt schon mal an. Er hört auf seinen Penis. Mega, Peter. Ja. Ja, dann noch die Frage. Das Reich, also ein Reich wurde gestürzt. Es gab eine Revolution. Dabei wurden Guillotinen eingesetzt. So. Gegen die Reichen. Auch noch gegen die Reichen, Alter. Das ist ja noch eine doppelt gemoppelt Sache. So, aber was gibt es denn hier noch? Also Ritter würde, wie gesagt, lasse ich mal raus. Verband, Elle, Umzug, Tor, Pulver, nee. Rahmen, ja, so eine Guillotine hat natürlich einen Rahmen. Das schon. Oh, das ist jetzt natürlich belastend. Weil dann ist so ein Rahmen und innerhalb dieses Rahmens fällt dann halt das Messer runter und köpft einen. Ja, oh. Du hast einen dicken Hals und klappt nicht ganz. Muss man dann rausziehen und nochmal das ganze Ding da oben machen? Das ist ja voll unangenehm. Hä, was für ein Rahmen? Ach, Peter, jetzt lässt er sich belabern von Christian oder was? Jetzt hat er so schön 4 blaue angeklickt gehabt. Oder hat das immer geklappt? Alter, ich glaube, dieses Messer ist so schwer, dass das immer geklappt hat. Selbst wenn das nicht so spitz ist, hat das einfach Trümmer. Ja, so könnte ich mir vorstellen. Mann, ey, Rahmen passt eigentlich auch voll gut. Ist da nicht was zu essen? Fuck you. Das ist ohne Hadern. Ach so, ja, stimmt. Ich nehme trotzdem. Was nehme ich denn nicht? Aber Peter, was ist denn, wenn in deinem Rahmen eine Haar drin ist? Was ist denn das? Ja, dann hast du auch Rahmen. Nur mit Haar. Alter, ist das dumm. Okay, pass auf.
Es wurde ein Königreich gestürzt. Ich nehme Reich, aber wenn es das nicht ist, nehme ich Rahm. Ach, come on, Peter. Ja, danke schön, Mensch. War jetzt aber auch ein Akt. Oh. Schade. Dann nehmen wir Ballsport 3. Okay, nice. Also ich habe noch sogar einen gehabt, den hast du noch nicht mal... Also krass. Okay. Ja, weil anderes Wort für Kopf ist ja eigentlich auch Birne. Oh, das stimmt. Aber das Ballsport, ja, da sehe ich mich, Junge. Fußball, Golf. Ich nehme jetzt einfach die offensichtlichen. Und? Da gibt es Sinn. Nimm Golf, Tor und Verband. Nimm Golf, Tor und Verband. Nimm Golf, Tor und Verband. Verband, Verband. Nimm Golf, Tor und Verband. Schnabeltier. Okay, Verband, Hawaii. Verband? Ja. Holland? Nee. Pass auf, wir gehen mal durch. Verband. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, weiß ich nicht. Hawaii gibt's. Nee. Verband, Verband. Holland wäre nicht so schlimm, aber wäre nicht so geil. Nimm Verband, nimm Verband, nimm Verband, nimm Verband, nimm Verband, nimm Verband, nimm Verband. Drück jetzt drauf, denk nicht mehr nach, drück jetzt drauf, Christian. Wofür steht denn das B bei DFB? Deutscher. Nee, das B. Ach, das B, Bund. Ach so. Deutscher Fußballbund. Ja, okay. Schnabeltier, Blüte, Umzug, Elle, Ritter, Brötchen, Rute, Golf, Zoll. Ja, Rute sagt man aber auch nicht zu irgendwie Schlägern oder so einem Shit. Watt, Holland, Rahmen, Pulver, Gelb, Vogel, Griechenland, Chor, Birne, Henkel. Also bei Golf, das ist ja wohl ein Ballsport. Bei Tor bin ich da auch ganz dabei. So, wir gehen jetzt doch nochmal. Ohne Holland fahren wir zur WM. Ja, das ist schon ein bisschen her. Wie ging der denn nochmal? Ohne Holland. Holland fahren wir zur WM. Ja, Peter, das is ist es. Ohne das? Holland fahren wir zur WM. WM. Ja, okay, oh, also, das ist jetzt nicht so deep. Tor, Verband und Golf ist mega gut. Tor, Verband und Golf ist mega gut. Nimm alle drei, tu es genauso. Er nimmt Golf sehr gut, er nimmt Tor sehr gut und er nimmt hoffentlich Verband. Ich gehe mit Verband. Das war so erst, also Holland, ja, Griechenland wäre aber dann auch genauso drin. Von daher nehmen wir Verband. Er hätte auch Verband genommen, sehr gut. Alter, wir starten mit zwei sehr Dreiern, das ist ja insane. Einfach ein Dreier rausgeknödelt. Nimm Verband. Jetzt. Nimm Verband. Sehr gut. Dankeschön. Dann haben wir Blumenwiese mit Blüte und Vogel, denn beides findet man dort. Ja, er nimmt den Verband, den Fußballverband, natürlich. Fußballverband, nicht nur der Verband, den man dran macht. Ja, ist doch klar. Okay. Wer kennt nicht die hawaiianischen Ritter? Jeder weiß bestimmt, wie die Ureinwohner, die Soldaten der Ureinwohner Hawaiis heißen. Hat er bestimmt aber wieder vergessen, deshalb gehe ich damit nicht. Wir haben noch Umzug, Watt, Pulver und Birne. Ich würde mal... Ich habe geliebäugelt mit Watt, Birne und Pulver. Bei Schießpulver entsteht ein Lichtblitz. Eine Birne, eine Glühbirne hat auch Lichtblitze. Watt ist die Leistung bei einer Birne, bei einer Glühbirne. Aber Pulver, kann Pulver verglühen? Kann glühen. Also Watt ist ja die Leistung. Ich nehme mal Lampe 3. Lampe 3. Eine Lampe hat eine Leistung in Watt. Also, Lampe hat Leistung. Die wird in Watt angegeben. Lampe hat früher mal Glühbirnen drin gehabt.
Ich glaube, LED-Brille heißen die nicht, ne? Und eine Lampe muss ich beim Umzug auch mitnehmen, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, auf welche grandiosen Ideen Peter noch so kommen kann, ob das Schnabeltier eine Lampe hat. Aber ich sehe jetzt erstmal nichts Gravierendes, wo man mit Lampe was falsch machen kann. Noch ein Dreier wäre natürlich insane und würde unsere Gegner sehr unter Druck setzen. Ich hoffe, ich habe jetzt die Sachen angeklickt, die er wollte und habe ihn nicht komplett aus dem Konzept gebracht, weil er sich eigentlich was komplett anderes zurechtgelegt hat. Aber meinst du, du hast irgendeinen zufällig getroffen? Das wäre lustig. Weiß ich nicht. Ja, glaube ich aber auch nicht. Glaube ich nicht. Wenn du jetzt Umzug genommen hättest und der wäre blau gewesen, okay. Lampe. Oh, jetzt wird es aber wild. Er versucht direkt noch einen Dreier hinterher. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, Lampe. Denke ich direkt an Umzug, weil das ist das, was als letztes wieder dran gemacht wird, wenn überhaupt. Ich habe in meinem Arbeitszimmer keine Lampe an der Decke. Ach du Schande. Ach so, ja. Ich weiß, woher die Problematik kommt. Umzug. Peter, du geiles Tier. Als ob er Umzug direkt rallt. Birne natürlich. Oh, guck mal, die Birne wäre sogar blau gewesen. Ich wette, die meinte der bei Guillotine. Du hast doch irgendwas getroffen. Aber alles andere hat auch Sinn ergeben. Okay, Moment. Was? Eine Lampe. Eine Lampe auf Hawaii ergibt für mich keinen Sinn. Schnabeltier und Lampe ergibt für mich keinen Sinn. Blüte und Lampe? Nein. Ritter und Lampe? Nein. Elle und Lampe? Nein. Brötchen und Lampe? Nein. Route und Lampe? Hä? Route und Lampe verstehe ich auch nicht. Also Routenlampe. Also, was? Oh, was? Was sind diese? Ach so. Wenn er jetzt Watt nicht anklickt, ja, nachdem er letztes Mal irgend so einen Rummel mit Druck hatte. Eine Birne, Glühbirne, ja, mega. Jetzt komme ich nicht mit dem Watt mehr. Ja, aber Peter! Oh! Alter, das Umzug wirklich? Na klar. Das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Also Watt und Birne, yo, sofort. Aber ich habe mich echt gefragt, wieso denn Umzug? Ich habe das auch aus dem Grund als letztes angeklickt. Aber ich war mir schon sicher, dass Sepp und ich uns verstehen. Krass. Voll gut, Sepp. Ja, die anderen passen auch wirklich nicht so gut sonst. Das stimmt schon. Oh, und er klickt es einfach durch. Er hat beliebt in unsere Fähigkeiten. Wir zusammen. Oh. Uff, okay. So, die Frage ist, nehmen wir Gyros oder Peter? Peter ist ein Brötchen. Peter. Bei. Würde ich sagen. Gyros, Peter, Griechenland, Brötchen. Wird auch gehen. Statt Gyros. Gyros, Peter sind aber zwei Wörter. Das habe ich schon nachgeguckt. Deswegen wäre Peter 2 für mich das Erste, woran ich denken würde. Aber gucken wir nochmal ganz kurz nach. Peter, Hawaii, nein, Schnabeltier, nein, Ritter, nein, Zoll, nein, Pulver, nein, Gabe, Henkel, nein, Chor, nein, Rahmen wäre mir egal, Vogel wäre mir egal, Holland, nein, Also nehmen wir Peter 2. Ja, direkt wieder ein Dreier. Alter, das ist die Dreierrunde voll stark, einfach nur. Wir müssen, theoretisch müssen wir jetzt keinen Dreier machen. Dann würdest du. Du kannst auch einen Zweier machen, damit mehr, genau, damit mehr Begriffe übrig bleiben. Okay, Peterbrot, das kenne ich aus Griechenland. Ja. Lecker Schmecker. Das Problem ist, könnte man auch Brötchen dazu sagen? Na komm. Du weißt, was ein Peter ist, sonst wärst du nicht auf Griechenland gekommen. Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Peter ist ein Brötchen. Lassen wir so durchgehen. Das ist ja eigentlich, also weil aus Hawaii hat er nichts mit zu tun. Da haben wir uns schon drüber unterhalten, da gibt es nur Pizza oder Toast. Ja. Schnabeltier, weiß ich nicht, habe ich noch nie gegessen. Blüten kommen da eigentlich nicht rein. Salat würde ich jetzt nicht als Blüte bezeichnen. Elle, nee, Ritter, armer Ritter, nee, auch irgendwie nicht so Peter-mäßig. Peter ist halt ein Peter-Brötchen. Boah. Route, Zoll, Holland, nee, die machen eher andere Sachen, die frittieren. Boah, das habe ich am Wochenende gemacht, das war geil. Was frittiert? Meine Frau war am Wochenende nicht da, deswegen habe ich mir gedacht, gönnst du dir mal richtig und habe 2 Tage lang Frikandel mit Pommes gemacht. Boah, geil! War lecker. Boah, nice. Rahmen, Pulver, Gabe, Vogel, Griechenland, Chor, Henkel. Nö, also Peter ist aus Griechenland, das Brötchen ja. Und wir beenden hiermit das Raten. Sehr gut. Nimm das. Los. Nimm es.
Er nimmt Griechenland, er nimmt Brötchen. Okay. Vogel und Blüte. Ah, haben sie gemaked. Okay. Ich bin, ich sag mal, hart am struggeln, den letzten Dreier zu starten. Aber ich komme auf nichts, was das beschreibt, was ich haben möchte. Ich habe sowohl im Kopf, also irgendwas mit Krieg und Hawaii. Da fällt mir ein Pearl Harbor. Pearl Harbor wird aber auseinandergeschrieben. Das sind zwei Wörter. So. Pearl Harbor wird auseinandergeschrieben. Ritter, Pulver und Hawaii. So, Inselkrieger ist jetzt auch kein richtiges Wort. Und ich weiß nicht, wie die Krieger der Ureinwohner von Hawaii heißen. Er darf halt nicht Zoll anklicken. Darf nicht Zoll anklicken. Hawaii und Pulver. Was gibt's? Gibt's da krass Koks auf Hawaii? Nee, ne? Was zieht man sich in Hawaii durch? Ist das Wort gibt's das Wort Kriegsgerät? Kriegsgerät ist doch ein Wort, oder? Kriegsgerät. Ja, 150.000 Treffer. Ja, Kriegsgerät. Das ist doch, also dann Schießpulver. Also Pulver und Ritter. Komm, let's go. Kriegsgerät. Schnabeltier. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, ehrlicherweise. Moment. Also, Kriegsgerät. Sepp hat übrigens die 2 gewählt. Ja, richtig. Sepp hat die 2 gewählt. Kriegsgerät. Also, ich musste als erstes an Pulver denken, wegen der Kanonen. Oh. Oh, scheiße. Erstmal meinen Kamm fallen lassen. Ein Kampf? Kamm. Achso. Bartkamm. So, Hawaii. Kriegsgerät. Ja, ich meine, Hawaii verbindet man vielleicht mit Pearl Harbor. Aber das ist schon sehr weit hergeholt, muss ich sagen. Ach komm, Schießpulver ist in jeder Waffe drin, Peter. Du hast es sogar direkt angeklickt. Dann hast du dich von Christian belabern lassen, oder was? Ja, nimm das. Bitte, please. So obvious sind die Begriffe jetzt alle nicht. Da könnte man eher Bombenangriff nehmen bei Pulver oder so. Schnabeltier sehe ich raus. Oh, Magel. Blüte. Halt doch mal so ein Schnabeltier vor dich, wenn das aggressiv ist. Ich glaube. Ja, okay. Ist Ritter ein Kriegsgerät? Das finde ich halt sehr weit hergeholt, ehrlicherweise. Aber ich klicke es trotzdem mal an. Für die Könige war da schon. Die haben die halt benutzt. Das waren keine Menschen für die. Die haben die benutzt. Scheiße, habe ich da zu allgemein gedacht? Aber ich dachte Krieg, und wenn ich an Krieg denke, dann ist Ritter und Schießpulver das erste auf dem Brett, wo ich eigentlich dann denke. Scheiße. Ja, komm. Ah, danke. Er hat es wenigstens angeklickt. Er hat drüber nachgedacht. Okay. Ich meine, er wird instrumentalisiert. Also, Hamilton würden manche sagen, ist auch eine Maschine. Ja. Elle sehe ich da nicht. Wir haben ja quasi, ja, okay, das ist halt ein Teil des Unterarms, aber gibt es noch irgendwie eine Belagerungseinheit, die heißt Elle? Das oder kann sein. Selbst so Route, ne? Also ich kenne natürlich die Route, mit der geschlagen wird. Aber damit, das ist ja nichts für einen Krieg. Und mit ein bisschen Fantasie hast du halt noch irgendwie die Fahrroute oder so, aber. Ja, okay. Aber das Gerät, mit dem man schlägt, ist halt einfach nicht geeignet für echt. Zoll ist auf jeden Fall der Krieg gegen die Drogen. Ja. Holland, Kriegsgerät. Ja, Holland, safe. Also, die Windmühlen, Don Quixote, wäre verrückt geworden. Ja, die haben jetzt auch gesagt, dass sie Panzer schicken nach, in die Ukraine. Quasi unsere Panzer, glaube ich, die geleast haben oder so. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber das finde ich halt auch ganz schön weit hergeholt, ehrlicherweise. So, also keine Ahnung. Sepp war außerdem eine Woche jetzt saufen. Das hat er mit Sicherheit nicht mitbekommen. Ja. Ich meine, Flieger? Vogel? Nee, das ist ja alles Quatsch. Also ich nehme mal Pulver und ich nehme mal Ritter. Ach komm, Alter. Okay, das war aber schon so Uftata, ey. Eieieiei. Nein, nicht! Holland ist kein Kriegs... Ja, überhaupt nicht. Ach,
direkt die Finger von weggelassen. Ich weiß, Peter will die ganze Zeit Holland anklicken, weil er Holland mag. Aber nein, tu das nicht. Vogel? Ja, nimm einfach Pulver und Ritter, Peter. Nice! Was klickst denn da noch so wild rum? Vertrau in deine Fähigkeiten. Nimm den Vogel. Okay. Dann nehmen wir jetzt Landschaftsbild 3 und beten. Kriegsgerät Ritter. Also ich hab. Der Schummler, ey. Ja. Landschaftsbild. Oh, weia. Oh, macht ihr das jetzt einfach aus? Da hat sich Bram schon voll drauf also vorbereitet. Also, Bild bin ich bei Rahmen. Ja, er muss ja jetzt den Dreier nehmen, weil ihr nur ein Eins... Also ja, ihr habt ja, klar, einen. Logisch. Das Problem ist, es könnten die Blüten sein. Es könnte Hawaii und Holland sein. Vogel auf dem Landschaftsbild. Er hat Tiere nicht angegeben. Den hast du. Komm schon. Hat es auf dem Landschaftsbild drauf. Von den Sachen, die noch da sind. Die sind drauf. Das nicht, das nicht. Keine Länder. Keine Länder. Keine Länder. Denk drüber nach, was man doof verbinden kann. Denk drüber nach, was man doof verbinden kann. Das könnte natürlich auch drauf sein, aber... Also bei Bild, finde ich, sind wir bei Rahmen. Safe. Und Landschaft... Blüte Hawaii, Holland. Aber warum hat er nicht vorher Hawaii und Holland kombiniert? Es könnte irgendwie alles vier sein. Selbst der Vogel ist nicht so abwegig. Ja, hätte ich auch als erstes angeklickt. Die Länder sind oder die Orte sind der Arsch. Ja, weil du halt Hawaii und Holland hast. Es geht beides, full on. Ich kenne Landschaftsbilder aus beidem. Aber er hat halt Landschaftsbild genommen. Nimm nicht Hawaii oder Holland. Oh. Also die Blüte. Oder hat er es genommen wegen Rahmen und du musstest Holland und Hawaii halt irgendwie da reinkriegen. Das kann natürlich auch sein. Genauso gut wie Bob Ross wieder irgendwelche Blüten auf sein Landschaftsbild malt. Ich nehme mal Hawaii und wenn das nicht stimmt, dann wäre es eh egal gewesen, ob es Holland oder Blüte ist. Das Hawaii nicht gewesen. Oh mein Gott! Oh, yes, danke, Peter! Okay, krass, es wäre Vogel gewesen. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich Holland oder Hawaii ja nehmen würde, dann würde ich Tulpenbild nehmen. Ja, aber hätte Holland und Hawaii sein können und der Vogel und die Blüte. Also ich habe eigentlich ja nur den Vogel so ein bisschen ausgeschlossen. Na, zwei Dreier, ich hab versucht irgendwie die drei. Ich hatte halt als letztes Vogel, Rahmen und Blüte. Ja. Da war schwer, aber das mit dem Bild zu nehmen. Wäre auch mein Favorite gewesen. Ja, und dann hab ich so, ich saß da die ganze Zeit, dachte mir so, komm Christian, auf dem Landschaftsbild, ja, wenn ich entscheiden muss zwischen Holland und Hawaii, dann hab ich's nicht klar gemacht. Dann ist es was anderes, komm schon, bitte, ja, bitte, 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 saß ich hier so, bitte, oh, bitte. Oh, die Argumentation. Ich dachte, du meintest Holland, weil nur Holland ist ein Land und Hawaii nicht. Ja, aber ich dachte mir, okay, pass auf, also mein Gedanke war, ja, Christian, wenn ich Holland genommen hätte, Holland gewollt hätte, mit den anderen beiden, die du gemacht hast, dann hätte ich Tulpenbild genommen. Ja, und bei Hawaii Vulkan Palmbild oder so ein Scheiß. Wäre Palmbild überhaupt ein richtiges Wort? Aber Rahmen, Holland und Hawaii wäre ja dann keins von beiden gewesen. Genau, deswegen jetzt Holland. Also so war mein Gedanke, aber das war mega schwer. Aber Sepp hat zwei Dreier gemacht, das war natürlich mega Pressure. Ja, Peter einfach wieder geschummelt einfach. Also Peter, ich bin sehr beeindruckt. Also wir sind gut connected. Ja. Du hast ja am Anfang direkt vier Sachen angeklickt, die blau waren. Ja. Bei Guillotine hast du vier Sachen angeklickt und die blaue, da dachte ich, du leck mich am Arsch, Alter. Und was war denn das vierte? Du hast Königin noch angeklickt. Birne, glaube ich. Nee, Birne hatte ich nicht angeklickt. Nicht angeklickt. Nee, oben die drei. Ritter, glaube ich. Ach, Ritter. Ritter war ja, Ritter habe ich dann aber wieder disqualifiziert. Aber Christian meinte, Birne würde auch passen, weil Birne ja auch der Kopf ist. Ja, deshalb habe ich, hab nachher sogar überlegt, hättest du fünf gemacht und dann dachte ich, nee, du nimmst einfach einen guten Begriff, der auf viele Sachen passt, die alle blau sind. Das war... Also deine Vorgaben waren super, Sebastian, muss ich wirklich sagen. Das also, war stark. Kriegsgerät war aber schwer. Also ich wollte das erst... Das war schwer. Ich wollte erst Pearl Harbor nehmen, ging ja natürlich nicht. Und dann habe ich gedacht, wenn du jetzt Pearl nimmst,
Aber ich glaube, Pearl Harbor würde sogar gehen. Ja, aber es sind zwei Wörter. Aber das ist so ein fester Begriff. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Echt? Ich war so stolz, dass du Verband genommen hast, weil da habe ich mir auf die Schulter geklopft. Ja, ja, das war nice. Gut. Das war nice. Ja, wirklich so. Wirklich gut. Sieger, Junge, nimm Verband, Alter. Ich habe gesungen. Ja, richtig ja. Gut. Ey, zwei Dreier und so. Tut mir leid, Christian, beim letzten Mal. Nö, das war echt, ich hätte kein Team. Also, ich würde sagen, das war von beiden Teams super gespielt. Ja, also, das hat wir selten so eine Runde. Also Biefler, vielen Dank. Biefler und Brötchen, Alter. Ich wusste so, ich dachte mir, als du ein Brötchen gekriegt hast, dachte ich mir, Alter, wir beide sind eins, Junge. Ja, sehr gut. Also vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Good job an alle und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Ciao.